Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play God of War Ragnarök. Hier mit den schnarchenden Skadi. Skadi ist, glaube ich, der den Mond jagt, oder? Ich weiß gar nicht mehr, wer was macht. Aber auf jeden Fall einer von den beiden. Der andere hat gerade die Sonne am Ende der letzten Folge weggejagt. Und es ist wieder Nacht geworden in Vanaheim. Und wir sind auf dem Weg zurück zu Freyas Lager, um zu sagen, hallo, es ist alles wieder toll. Die Wölfe sind jetzt los und die fangen bald Sonne und Mond und Ragnarök kann losgehen. Wow. Also, auf dem Weg zurück. Dieser Ort verändert sich nachts. Sehr sogar. Leider ist es nicht weniger feucht. Hab dich! Oh, das war schön. Das war nicht schön. Schön vorsichtig. Das ist Bifröstmagie. Ja. Das hast du mir jetzt, glaube ich, schon 3000 Mal gesagt. Aber es ist immer wieder gut zu wissen. Ja. Immer noch sehr, sehr Ikros. Gefällt mir jetzt nicht mehr so. Er lernt Griechisch. Ja, einer noch, dann können wir mal wieder zu dem Rabenturm gehen, aber gut, so dringend ist es ja nicht. Ich find's lustig, in der Ansprache quasi die Beine und den Füßen weggezogen. Vorsicht, das ist Bifrost. Was? War gar keine Bifrost-Magie diesmal. Das war nicht derselbe wie vorhin, oder? Nein. Sie kommen schnell zurück, aber nicht so schnell. Was hast du in Asgard noch von Odins Armee gesehen? Also, all die Einhänder, die wir bekämpft haben, die sind schon einmal im Kampf gefallen. Wir töten sie hier und sie wachen in Valhalla wieder auf. Sie sterben nie wirklich. Wenn der Krieg kommt, sollten wir auch eine endlose Armee toter Soldaten haben. Du meinst Helheims Armee? Wie in der Prophezeiung. Dazu wird es nicht kommen. Ja, doch. So viel, was ihr alles tut, dazu wird es auf jeden Fall kommen. Wenn ich was weiß, dann, dass es dazu kommen wird, Kratos. Bei aller Liebe, aber du musst es du langsam auch mal akzeptieren, oder? Wenn man euch so beobachtet. Zwei davon? Nein, das wird wahrscheinlich nix. Okay.
habe keinen Heilungsstein dabei. Wow. Wo ist denn der Star Trek-Fan? Ah, da. Sie mögen wohl Igros. Nur weil du jetzt eine neue Vokal gelernt hast, musst du es jetzt nicht immer zusagen. Oh. Okay. Stimmt, wir müssen mal unseren Speer wieder ein bisschen häufiger benutzen. Gar nicht dran gedacht. Also, melden wir uns bei Hildi Sveni zurück. Und dann? Wir sind hier, um Freya zu helfen. Wir gehen nicht zurück, ohne ihren Bruder und den Lichtarzt zu retten. Na gut, aber Odin wird schon weiter nach Maskenteilen suchen. Das ist sein Problem, nicht unseres. Klar, aber wenn diese Maske alle Antworten hat... Dann hat sie sicherlich ihren Preis. Vorsichtig mit Abkürzungen zum Wissen. Ja, Vater. Gut, Abkürzungen kann man Odin jetzt wirklich nicht vorwerfen. Ich meine, wie alt ist er? Unendlich alt? Da arbeite ich schon wirklich lange dran. Und mein Idiotensohn hat ihm geholfen. Ich finde das scheiße! Sollen uns alle Pflanzen hier töten? Nein, nein. Nur die Fleischfressenden. Drück einfach aus Protest immer nochmal. Viereck, Dreieck. Weil ich so unendlich wütend bin auf Odin und seine verdammte Armee. Tut mir leid. Ich nehme das nicht ganz so ernst vielleicht. Irgendwelche Raben. Nein.
Da waren wir schon. Wer ist das? Ah, die runzlige Visage gehört Helka. Sie ist eine Bloodhunde. Die sind für ihre präzisen Spürfähigkeiten bekannt. Du wirst sie mögen. Kratos, Atreus, die Sonnenfinsternis war euer Werk, ja? Danke, dass ihr hier seid. Pikvir hat die Ablenkung zur Flucht genutzt. Und dein Bruder? Wir wissen, wo sie ihn festhalten. Bela hat den Sprengstoff vorbereitet. Wenn ihr mitkommt, können wir gehen, sobald ihr bereit seid. Ein Gestaltwandler könnte mir helfen. Geh mit ihm, Atreus. Ich helfe Freya. Jawohl. Deine Klingen! Gib schon her! Ich kann sie verbessern! Sobald ihr das Signal seht, zählt rückwärts. Komm, Kratos. Wir sollten aufbrechen. Beruhig dich. Ich hab, weiß nicht, wann hab ich das aufgesammelt. Wer diese Teile hergestellt hat. Ja, das passiert, als wir den Mond befreit haben. Ich hab viel Seltsames erlebt. Ein Mond in einer Kiste ist mir neu. Kommt Pickwit wieder in Ordnung? Seine Zeit bei den Einherjahren war hart. Aber Wunder fickt Leute so gut wie Rüstung. Er braucht nur etwas Ruhe. Ach, das war ja das. Also, was jetzt? Wie wollen wir Freya retten? Die anderen lenken die Wachen ab. Du und ich werden ihn rausholen. Ich will es nicht riskieren, noch mehr Schaden zu nehmen. Weiß auch nicht wieso. Willst du noch plaudern, bevor du gehst? So, die beiden holen sie raus. Okay, die Wölfe gaben uns ein Zepter. Damit können wir sie rufen, wenn nötig. Gut, das ist eine Abkürzung zu Njörds Tempel, die wir tagsüber nutzen können. Die Einherjar halten Freya im Tempel deines Vaters gefangen? Er ist leer, solange ich mich erinnern kann. Auf der anderen Seite des Flusses gibt es einen Himmelsaltar. Pikvir sagt, die Altäre dienten einst als Signal für die Wölfe. Und mit dem Zepter können wir sie jetzt nutzen. Wie ist der Plan? Wenn wir den Tempel erreichen, feuere ich das Signal. Es alarmiert Bela und Pirgir, um die Ablenkung zu starten. Der Dunkelalbstock. Schön, einmal nicht selbst das Ziel davon zu sein. Wenn sie abgelenkt sind, können du und ich die Haupttruppe von hinten angreifen. Während Atreus und Hildiswini reinschleichen und deinen Bruder retten. Ja. Sobald wir ihr Signal sehen, formieren wir uns am Fluss und fliehen auf Freyres Boot. Gut, so geht das! Ja. Den Aua. Hat ein bisschen hergespielt. Kauber. Sagen wir, wollen die sich denn noch vervielfältigen? Mein Gott. Okay, da müssen wir lang. Ich guck mal kurz darüber. Freya wird in einem Gefängnis im Norden festgehalten. Folge Freya. Achso, wir dürfen. Oh, das ist aber ganz schön einschränkend. Also, das habe ich nicht so unterschrieben. Ja, ich bin immer noch mein eigener Kratos. Oh, hallo.
Dann machen wir uns mal auf den Weg zum Tempel, wo sie Freyr festhalten. Linke Seite, Bifrost! Schon wieder vergessen, mir einen Auferstehungsstein zu kaufen. Ja, so ist es halt. Aber wir sind ja mit wirklich wenig HP reingegangen in den Kampf. Das muss man nun mal fairerweise auch dazu sagen. Dein Plan. Hast du was auszusetzen? Das ist deine Falle. Ich weiß. Und es ist mir egal. Ich hole meinen Bruder zurück. Du bist nicht verpflichtet, mir zu helfen. Ich weiß. Ja! Achtung! Über dir! Soldaten als beim letzten Mal. Wir sind bedeutend im Nachteil. Oh, wir haben einiges an Erfahrungspunkte gerade bekommen für diesen ganz normalen Stinkkampf. Gefällt mir. Könnte ich mich dran gewöhnen? Oh Gott.
Krieger zum Schweigen bringen. Ist noch einer. Versuch mit dem Zepter ein paar Mal über die Schale zu streichen. Komm, wir liegen gut in der Zeit. Das ist beeindruckend. Das ist wirklich beeindruckend. Unsere Taten in dieser Welt folgen der Prophezeiung der Riesen. Atreus glaubt, Ragnarök ist unvermeidlich. Die Nornen waren recht deutlich, was die Prophezeiung angeht. Sie sagten, unsere Entscheidungen seien vorhersehbar. Aber wir haben uns geändert. Vielleicht. Bro! Wie frisch von hinten! Die Nornen sagten, du würdest Heimdall töten. Doch du bist diesen Weg nicht gegangen. Damals, als wir uns kennenlernten, wäre es wohl anders noch nicht gewesen. Und du? Trachtest du noch nach Ragnarök? Odin hat viel zu verantworten. Wenn Groas Prophezeiung stimmt, findet meine Welt vielleicht endlich Frieden. Vielleicht finde ich Frieden. Verzeiht einem Kopf an einem Gürtel, aber sagten wir nicht gerade, dass Prophezeiungen reiner Unsinn sind? Herr Jemimir. Was? Der nervigste Mann der Welt. Na, ich glaube, Odin ist da noch höher, aber gut. Also, ist jetzt blöd, weil manchmal waren wir schon da und manchmal nicht. Das weiß ich immer nicht genau. Merkt mir nicht jeden Ort. Ah, nee, das muss schon draußen bleiben. Sonst wird's schwierig. Noch mehr voraus. Auf dein Zeichen. Wow. Schön Vorsicht. Das ist First Magie. Schildschlag jetzt! Hinter dir, pass auf! Hinter dir, Vorsicht! Hinter dir, Vorsicht! Boah, die wechseln sich immer so ab. Vorsicht, von hinten! Hinter dir, Kratos!
Nicht, dass Odin sonst dahin hockt, um Freya wieder festzusetzen. Weil er Angst hat, dass sie quasi eine Bedrohung führen werde. Platön? Wir haben diese Kreatur im Dschungel Vanheims entdeckt. Freya hat mir später von einer Legende erzählt, die sie umgibt. Geschichten über Gewildheit wurden den Wanenkindern erzählt, um die am Zügel zu halten. Sie wollte nicht sagen, wie viel Wanenblut an ihren Klauen klebte, aber nach ihrem feierlichen Tod zu urteilen, war es nicht wenig. Nachdem die Bestie nun geschlagen ist, müssen die Eltern eine neue Methode finden, ihre Kinder in Angst und Schrecken zu versetzen, damit sie gehorchen. Ah, arme Nidhoggr. Sie waren zum Weg. Ja, das stimmt wohl. Trotzdem seltsam. Was hat sie hier gemacht? Odin nutzte Wurzeln des Weltenbaums als Teil seines Zaubers, der mich in Midgard festhielt. Nidhoggr beschützt diese Wurzeln, wo immer sie sind. Ja, verstehe. Odin hat sie benutzt. Und sie musste dafür bezahlen. Typisch Odin. Ja, musste dafür bezahlen. Wir haben sie halt dafür bezahlen lassen. Oh. Teamwork. Aber was war das gerade für eine Bestie? Gegen die haben wir doch gar nicht gekämpft, oder? Habe ich was verpasst? Hätte hier eigentlich noch ein Bosskampf kommen sollen oder so? Keine Ahnung. Mach einfach mehr Lärm, wenn der Angriff beginnt. Wenn wir sie lange genug ablenken, haben Hildisvini und Atreus mehr als genug Zeit, ungesehen rein und rauszukommen. Ich sorge mich nicht um Atreus. Er ist bereit, alleine zu kämpfen. Hier ist es. Hinter diesen Ranken steht ein Altar. Ruf jetzt bitte Sköll. Bist du bereit? Ja. Und du? Ich gehe hier nicht ohne meinen Bruder weg. Willkommen zu dir, Ingvi. Hat eure Position preisgegeben. Ihr Idioten. Wenn das nicht die Mistelkönigin ist. Umwerfend übrigens. Etwas her? Heimdall. Und du musst der Vater des kleinen Halbbluts sein. Glückstag! Du musst einiges erklären, Herzchen. Du auch, Verräter. Lieber Verräter als Odins Schoßhund. Geh. Das muss ich tun. Ich kann helfen. Ich weiß. Aber du wirst woanders gebraucht. Er hat recht, weißt du. Brutzel sah nicht so gut aus, als ich ihn zuletzt sah. Brutzel? Ich weiß, du willst das nicht. Aber wir wissen, wie das endet. Dann bis bald. Oh, wir wissen beide, dass das nicht stimmt. Aber keine Angst, Frick. Ich werde dich und deinen Bruder holen, sobald ich fertig bin. Hier. Zeig. Was hast du drauf? Oh! Was hat Gildhofür dir je getan? Wirklich? Du bist der Baldur getötet hat? Oh.
Sie? So zornig! Ehrlich gesagt, ich bin enttäuscht. Überrenn ihn, Kühlkopf hier. Oh, wolltest du noch mehr? Bei deinem Ruf hätte ich dann doch etwas mehr erwartet. Wir beide also. Oh, halt! Du dachtest, der Stock verschafft dir einen Vorteil? Wird das noch? Es, der Spross der Asen mit dem Stock eines alten Knackers besiegt. Ha! Was zum... Ich spüre, wie frustriert du bist. Das ist unglaublich befriedigend. Was jetzt, Bruder? Der Speer bleibt unsere beste Chance. Hey, Vorsicht! Die Armschienen sind neu. Macht Sinn. Du hast mich echt getroffen. Langsam. Gut gemacht. Ich weiß gar nicht, wann mich das letzte Mal jemand getroffen hat. Langsam! Ich weiß nicht, ob ich überrascht sein soll oder angepisst! Na los! Du kannst es doch! Warte nur auf den richtigen Moment! Also, Schmerzen hatte ich schlimmer in Erinnerung. Na bitte! Eine Rüstung für einen Gott! Aua, nein. Wann habe ich dieses Schwert zum letzten Mal benutzt? Schwert ungedeckt! Du schlägst zu wie
eine alte Kuh! Und du glaubst, du bringst Asgard zu Fall? Wirklich? Jetzt! Langsam! Was geht vor sich in diesem leeren Schäbling? Oh nein, 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 nein. Du willst mich verschonen? Aus Mitleid? Lass gut sein und du lebst. Geht's hier um den kleinen Bengel? Oh, jetzt werde ich ihn auf jeden Fall ausweichen! Das ist deine letzte Warnung. Eine Warnung wird wohl nicht reichen. Meinst du, du könntest einfach weggehen? Nein. So wird das hier nicht laufen. Du entscheidest nicht über mein Schicksal! Du bist tot, Sonnenschein. Du hast dein Mund viel zu voll genommen! Ich bin dran. Weißt du nicht, wer ich bin? Ich Arschloch. Bin der Wächter der Ars. Der Herold von Ragnarök. Ich werde deinen kleinen Mischling finden und ihn zu Brei schlagen. Nur einer von uns beiden überlebt das. Das wirst auf keinen Fall du sein. Und Lichter aus, Großer. Okay, aber wir haben ja sowieso schon die ganze Zeit mit sehr wenig gearbeitet, also war schon echt beeindruckend bis jetzt der Kampf. Ja. Schön langsam. Du hast deinen Mund viel zu voll genommen. Weißt du nicht, wer ich bin? Ich bin der Wächter der Ars. Der Herold von Ragnarök. Ich werde deinen kleinen Mischling finden und ihn zu Brei schlagen.
Nur einer von uns beiden überlebt das. Und das wird auf keinen Fall du sein. War es bloß nicht, mich zu verschonen. Es reicht. Ich hab langsam wirklich genug von dir. Wow. Huh. Fuck. Gar nicht gut. Kratos, das war... Ich weiß nicht, ob wir das Schicksal brechen oder das Schicksal uns. Heimdall war so wie beschrieben. Ein boshafter, großspuriger Tyrann und schrecklicher Gegner. Sein gutes Gespür war nicht zu unterschätzen und das galt auch für seine Fertigkeit mit dem Bifrost. Als ich einen Hieb ausführte, der den Kampf hätte beenden sollen, versuchte ich, auf die Stimme in meinem Kopf zu hören, die sagte, dass er geschlagen und es nicht wert wäre, getötet zu werden. Aber Heimdall spürte mein Mitleid und es beschämte ihn. Sein Stolz würde es nicht erlauben, meine Gnade zu akzeptieren, also ließ ich ihm letztendlich keine zuteil werden. Es war nicht meine Entscheidung, doch verspüre ich Befriedigung. Habe ich die Aussage Norn nun bestätigt oder widerlegt? Okay, ich würde sagen, nach diesem legendären Kampf war es das für diese Folge auch. Wir haben Heimdall getötet. Und damit ist die Frage, geht die Prophezeiung nun in Erfüllung oder nicht? Wir werden es wahrscheinlich bald rausfinden. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei God of War Ragnarök. Das wahrscheinlich langsam wirklich den Titel verdient hat, denn wir steuern geradewegs darauf zu, dass es losgeht mit Ragnarök. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, macht's gut und ciao.